Für die Fraktion Die Linke hat nun Kollege Oskar Lafontaine das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Aufgabe einer Regierungserklärung am Beginn der Legislaturperiode ist es, die wichtigsten Probleme zu benennen und Lösungsvorschläge zu unterbreiten, wie diese Probleme bewältigt werden können. Nach unserer Auffassung ist dies nicht gelungen. Vielmehr hat die Bundeskanzlerin in dieser Regierungserklärung wesentliche Aufgaben nicht erkannt, geschweige denn Lösungsvorschläge gemacht, um diese Aufgaben zu bewältigen. Ich beginne mit der ersten Aufgabe, die sie benannt hat. Sie sagte, die erste Aufgabe sei es, wir müssen die Folgen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise überwinden. Wer könnte dem widersprechen? Aber ganz entscheidend ist, dass sie die wesentliche Aufgabe hier außer Acht gelassen hat, und das entwertet völlig ihre Regierungserklärung. Wir müssen nicht zuerst die Folgen ins Auge fassen, sondern wir müssen die Ursachen der internationalen Finanzkrise erkennen und endlich die Weltfinanzmärkte regulieren. Und es entwertet diese Regierungserklärung völlig, dass dazu keinerlei Vorschläge gemacht worden sind. Sie haben die wichtigste Aufgabe unserer Zeit überhaupt nicht erkannt, geschweige denn Lösungsvorschläge dazu gemacht. Es ist ja schön, wenn wir ab und zu hören, dass die Börsenumsatzsteuer jetzt auf einmal populär ist. Wir erinnern uns auf einmal, wie das billiger Populismus war. So hörten wir es doch sehr oft. Es ist ja ganz schön, dass Sie jetzt nach vielen, vielen anderen Staatsmännern auch sich zu einer Transaktionssteuer bekennen. Als wir das hier vorgetragen haben, war das auch unpraktikabel und billiger Populismus. Und es ist ja auch wunderbar für mich zu erleben, wer sich jetzt alles zum Keynesianismus hier bekennt und ihn täglich herunterbetet, nachdem wir jahrzehntelang verurteilt worden ist. Jawohl, es ist wahr, der Keynesianismus rettet zurzeit die Weltwirtschaft mit expansiver Finanzpolitik und expansiver Geldpolitik. Ist ja schön, dass Sie das erkannt haben. Aber nun haben Sie keinerlei Vorschläge gemacht, wie die Weltfinanzkrise zu bewältigen ist, die Ursachen zu bekämpfen sind. Ich will einige Vorschläge von unserer Seite machen. Erstens, wir brauchen eine neue internationale Leitwährung, die den Dollar ablöst und die geeignet ist, die Währungsspekulationen und das Schwanken der Währungen in Zukunft mehr oder weniger auszuschließen, zumindest zu mindern. Zweitens, wir brauchen eine Regulierung des internationalen Kapitalverkehrs. Es kann nicht so sein, dass weiterhin auf Knopfdruck Milliarden um den Erdball kursieren und die Weltwirtschaft auf eine Art und Weise zerstören, wie wir das in den letzten Jahren erlebt haben. Drittens, wir brauchen ein Austrocknen der Steueroasen. Es ist doch einfach nicht zu fassen, dass an dieser Stelle überhaupt nichts unternommen wird. Vielmehr sieht man tatenlos zu, dass auch mit Milliarden Steuergeldern unterstützte Banken weiterhin Steuerhinterziehung in Steueroasen betreiben. Unglaublich, diese Regierung ist unfähig, die Kernaufgaben unserer Zeit überhaupt anzugehen. Viertens, wir brauchen ein Verbot von Hedgefonds. Und fünftens, wir brauchen ein Verbot der Schrottpapiere. Solange das nicht der Fall ist, solange wird die Spekulation weitergehen, solange wird es Verwerfungen in der Volkswirtschaft geben. Und sechstens, es muss die billige Ausrede aufhören, als könne man das nur international bewältigen. Zu dieser billigen Ausrede haben sich alle Staatsmänner in den letzten Jahren verstanden. Wir haben hier vor einiger Zeit im Oktober 2008 eine Antwort der Bundesregierung erhalten auf die Deregulierungsmaßnahmen der letzten Jahre. Es waren 50 Deregulierungsmaßnahmen, sind alle aufgelistet. Wenn Sie mindestens 30 bis 40 davon zurücknehmen, dann würden Sie hier in Deutschland dafür Sorge tragen, dass die Finanzspekulation endlich durch Investitionen in die Realwirtschaft wieder abgelöst wird. Das ist die dringende Aufgabe unserer Zeit. Und noch ein weiterer Punkt. Es ist auch endlich jetzt einmal geboten, dass Sie nicht Diskussionsverweigerung betreiben und den Kopf immer wieder in den Sand stecken. Hier wird der EU-Vertrag ständig gelobt, gelobt, gelobt. Aber ein entscheidender Artikel des EU-Vertrags wird verschwiegen, wird nicht zur Kenntnis genommen und wird in seiner Tragweite überhaupt nicht begriffen. Ich lese Ihnen vor, Frau Bundeskanzlerin. Er heißt Artikel 56. Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. Mit anderen Worten, der EU-Vertrag untersagt eine vernünftige Regulierung der Weltfinanzmärkte. Er ist damit absolut unzeitgemäß. Entscheidend ist aber, meine Damen und Herren, dass es den Regierungen dieser Welt nicht gelingt,
die Regulierung der Finanzmärkte nach vorne zu bringen. Es ist schon so, ich zitiere ihn noch einmal, dass Tietmeyer ein Seher war. Er sagte einmal, Sie unterliegen jetzt alle der Kontrolle der internationalen Finanzmärkte. Daran hat sich nichts geändert. Die internationalen Finanzmärkte, die Finanzindustrie, sie bestimmt die Politik und nicht Sie. Sie sind im Grunde genommen, wenn man so will, nur dazu da, irgendwelche Allgemeinplätze abzusondern. Aber die allgemeine Presse weltweit sagt, die Banken machen weiter wie bisher. Und das ist ein großer Skandal. Die nächste Blase wird vorbereitet. Die zweite Aufgabe, die Sie angesprochen haben, die hat mich jetzt doch fasziniert. Sie sagten, wir müssen das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Staat verbessern. Donnerwetter. Hätte ich also mir nicht vorstellen können, dass Sie zu dieser Einsicht kommen. Wir haben eine ganz andere Sichtweise. Wir glauben, wir müssen das Verhältnis der Bundeskanzlerin und der sie tragenden Parteien zu den Bürgerinnen und Bürgern dieses Staates verbessern. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Sie müssen nämlich endlich einmal die Lebensbedingungen der Menschen in diesem Lande zur Kenntnis nehmen und dann Vorschläge unterbreiten, wie diese Lebensbedingungen verbessert werden können. Das ist Ihre Aufgabe, anstatt zu sagen, wir müssen das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat verbessern. Nein, Sie müssen endlich Ihr Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes verbessern und zur Kenntnis nehmen, was eigentlich ist. Dann hätten Sie beispielsweise gesehen, dass die Hauptbetroffenen der verfehlten Politik der letzten Jahre die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter waren. Kein Wort zu diesem Skandal. Wir bleiben dabei als Partei Die Linke, dass die Leiharbeit verboten werden muss oder zumindest weitgehend reduziert werden muss. Und wenn man sich schon nicht zu dieser Lösung versteht, dann sollte man sich an Frankreich ein Beispiel nehmen, wo es heißt, wir machen einen Risikoaufschlag für Leiharbeiter. Die kriegen sogar mehr als ihre Kollegen. Oder man sollte zumindest die englische Lösung nehmen, dass nach 6 Wochen die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter gleich bezahlt werden müssen. Sie sehen nicht, was im Volke los ist. Sie reden allgemein über die Köpfe der Menschen hinweg. Zweiter Punkt. Wir müssen die befristeten Arbeitsverhältnisse reduzieren. Also hier sieht man, dass diese Koalition wirklich die Faust aufs Auge ist. Sie haben überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, was passiert. Wer jetzt noch sagt, wir müssen die befristeten Arbeitsverhältnisse ausweiten, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese deregulierten Arbeitsmärkte sind die Hauptursache für die Zerstörung unserer Familie in unserem Land. Ich sage es noch einmal an die selbsternannte Familienpartei CDU. Sie sind verantwortlich für die Zerstörung unserer Familien in unserem Lande. Denn junge Leute, die nicht wissen, ob sie in ein paar Monaten noch Geld am Konto haben, die können weder eine Familie gründen, noch können sie Kinder in die Welt setzen. So einfach ist der Zusammenhang. Sie wollen das auch noch ausweiten und reden dann von Pflege der Familien. Und was wir brauchen natürlich ist, dass wir endlich den gesetzlichen Mindestlohn brauchen. Es ist wirklich bedauerlich, nachdem formal eine Mehrheit hier im Lande ist, das sage ich auch an SPD und Grüne hier im Parlament schon lange Jahre war, dass wir es nicht zustande gebracht haben, den gesetzlichen Mindestlohn zu verabschieden. Es ist eine Schande für eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt, dass immer mehr Menschen arbeiten, 8 Stunden am Tag arbeiten, ohne sich oder ihre Familie ernähren zu können. Und neuntens, wir müssen endlich die Hartz-IV-Sätze für die Kinder erhöhen. Das wäre die wichtigste Aufgabe. Es kann doch, wenn man durch unser Land geht, nicht die Aufgabe sein, das Kindergeld für Besserverdienende zu erhöhen. Wo sind wir eigentlich? Wir müssen endlich die Hartz-IV-Sätze für Kinder erhöhen. Wenn man ein soziales Gesicht haben will, dann muss man also dort anfangen, wo die Not am größten ist. Und zehntens, wir müssen der immer weiteren Ausbreitung des Niedriglohnsektors entgegenwirken. Es ist doch ein Skandal, was wir heute lesen konnten. Ende der 90er Jahre hatten die Niedriglöhner 64% des durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommens. Heute sind es nur noch 53%. Also die Niedriglöhner haben fast nur noch die Hälfte des durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommens. Und sie stellen sich noch nicht einmal den Ursachen. Ja, sie sind ja gerade intensiv beschäftigt. Ist ja wirklich immer interessant, was man hier erlebt. Ich möchte nur sagen, die Ursache ist, dass Lohndumping ausgelöst durch eine Formel der Zumutbarkeit der Arbeit, die sagt, du musst jede Arbeit annehmen, sei sie noch so schlecht bezahlt und sei sie noch so weit unter deiner Qualifikation. Diese Zumutbarkeitsregel muss weg, zu Deutsch Hartz IV muss weg. Wir bleiben dabei als Partei Die Linke hier im Deutschen Bundestag.
Wir glauben, dass es jetzt, und das ist ein dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, weil ich ihn nicht angesprochen habe, Aufgabe ist, die Wirtschaft endlich zu demokratisieren. Was auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in letzter Zeit erlebt haben, war nicht Freiheit, sondern existenzielle Bedrohung und ein Ausmaß an Fremdbestimmung, wie es in dieser Form in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und der erste Vorschlag, den wir machen, ist der 11. Punkt, ist, endlich die Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne zurückzunehmen. Denn wir haben den unhaltbaren Zustand, dass kleine Betriebe in 10 Jahren 5-mal den Anteilseigner wechseln. Von nachhaltiger Wirtschaft kann in diesem Lande überhaupt nicht mehr die Rede sein. Wir möchten als 12. Punkt vorschlagen, die Erbschaftssteuer nicht jetzt für Millionengeschenke an reiche Erbenden zu missbrauchen, sondern wir müssen vorschlagen, dass die Erbschaftssteuer dazu verwandt wird, um Belegschaftsanteile aufzubauen. Man sollte den Betrieben, die die Erbschaftssteuer zahlen müssen, die Erbschaftssteuer dann erlassen, wenn die Erbschaftssteuer in Belegschaftsanteile umgewandelt wird. Das wäre eine Reform, das wäre ein Neueinsatz, der endlich einmal dazu führen würde, dass Belegschaften an ihren Betrieben beteiligt werden können. Wir bleiben dabei, drittens, dass staatliche Zuschüsse nicht mehr dazu dienen können, den Vermögensaufbau einzelner Privater zu finanzieren. Wir sind der Auffassung, staatliche Zuschüsse müssen entweder in Staatsanteile oder in Belegschaftsanteile umgewandelt werden, gerade jetzt, auch in den nächsten Monaten. Und wir sind der Auffassung, dass wir jetzt daran gehen müssen, die Enteignung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stoppen. Ich sage das hier ganz bewusst, das ist die Kernaufgabe der nächsten Jahre. Wir müssen die Bilanzierungsvorschriften so ändern, dass der Zuwachs des Betriebsvermögens ab einer bestimmten Betriebsgröße, ich sage hier mal 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zur Hälfte den Belegschaften und ihren Belegschaftsgesellschaften gutgeschrieben wird. Es kann nicht so sein, weil ich gerade hier jetzt die FDP im Blick habe, dass dieser ständige Zuwachs des Betriebsvermögens bei einzelnen Personen so weitergeht. Die FDP der 70er Jahre sah hierhin eine erhebliche Freiheitsgefährdung. Und sie hat recht, der Zuwachs des Betriebsvermögens und die schlechte Verteilung führt dazu, dass Einzelne in der Gesellschaft immer mehr abgehängt werden, dass der Niedriglohnsektor immer weiter ausgebaut wird. Und genau das gefährdet die Freiheit. Und insofern war diese Sichtweise richtig. Die dritte Aufgabe, die Sie genannt haben, war, wir müssen die Antworten auf die Veränderungen des Altersaufbaus finden. Ja, natürlich, das ist richtig. Wir sagen aber, dass die Aufgabe eine ganz andere ist. Wir müssen die sozialen Sicherungssysteme wiederherstellen und wir müssen Altersarmut vermeiden. Was Sie in den letzten Jahren hier zustande gebracht haben, die gesetzliche Rente zu zerstören, das war einer der größten Fehler der letzten Jahre in der deutschen Politik. Und wenn man in dieser Zeit daran geht, die Kapitaldeckung auszubauen, dann hat man nun wirklich nichts verstanden von der internationalen Finanzkrise. Nichts hat man verstanden. Es ist doch so, dass die Kapitaldeckung weltweit dazu geführt hat, dass die Pensionsfonds in großem Umfang spekuliert haben und dass das Ende des Liedes ist, dass jetzt viele ältere Menschen in vielen Ländern keine Altersvorsorge haben. Wollen wir das auf die Pflege ausweiten? Man fasst es nicht, wenn man sieht, in welchem Umfang diese Regierung die Zeichen der Zeit überhaupt nicht erkannt hat. Ich sage hier in aller Klarheit, die Erfahrungen der letzten 20 Jahre zeigen deutlich, dass die gesetzlichen Sicherungssysteme die verlässlichsten sind, die es überhaupt gibt. Und wenn man davon spricht, wie man eben die Existenzsorgen derjenigen Menschen aufgreifen kann und Lösungsvorschläge anbieten kann, die geringe Einkommen haben, dann geht es um den Ausbau und die Stärkung der gesetzlichen Sicherungssysteme und niemals um den Aufbau kapitalgedeckter Systeme. Ein grundlegender Fehler. Im Übrigen ist das auch ökonomisch völliger Unsinn, wenn die Binnennachfrage schwach ist, wenn man dann eben bei sinkenden Reallöhnen diejenigen, die Arbeitnehmer sind, auch noch zwingt zu sparen, dann ist das so kontraproduktiv, dass man wirklich die Frage aufwerfen muss, ob wenigstens ein erstes Seminar an Volkswirtschaftslehre auf dieser Regierungsbank präsent ist. Die vierte Zukunftsaufgabe, die Sie genannt haben, war, wir wollen einen zukunftsfesten Umgang mit den weltweiten natürlichen Ressourcen entwickeln. Dazu sagen wir als Partei Die Linke, ja, aber wenn man das wirklich will, dann darf man doch die Restlaufzeiten von Atomwerken nicht verlängern. Das ist doch das Gegenteil von dem, was hier erforderlich wäre.
wer eine Vision einer atomwaffenfreien Welt hat, meine Damen und Herren, und dann eben die Restlaufzeiten von Atomkraftwerken verlängert, der versteht entweder die Technologie nicht oder er weiß eigentlich was er will. Wer eine atomwaffenfreie Welt will, der muss eben auch dazu kommen, dass die Stromversorgung ohne Atomkraftwerke läuft in der Zukunft. Denn genau sie sind die Voraussetzung für den Aufbau des Stoffes, den man zum Bau der Bombe braucht. Natürlich müssen wir die erneuerbaren Energien aufbauen, aber noch wichtiger ist es, und das ist ein weiterer Programmpunkt der 18, den ich hier vortragen möchte, wir brauchen eine Rekommunalisierung der Energieversorgung. Es war ein großer Fehler, diese Monopole zuzulassen, die in schamloser Weise abzocken. Wir brauchen eine Rekommunalisierung und eine staatliche Kontrolle der Energiepreise, um diese Abzocke endlich zu beenden. Als letzte Aufgabe haben Sie genannt, Sie wollen das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit weiter festigen. Dazu gibt es eine ganz entscheidende Voraussetzung, die ich hier benennen will. Die entscheidende Voraussetzung ist die, dass die deutsche Außenpolitik im Sinne Kants, ich nenne ihn einmal bewusst, wieder zum Völkerrecht zurückkehrt, weil das Völkerrecht die Grundlage von Freiheit und Sicherheit für alle Völker dieser Erde ist. Und Sie hatten in Ihrer Regierungserklärung eine ganz verräterische Formulierung. Auf Seite 2 stand, die Frage sei, wer sich den Zugriff, ich betone das Wort Zugriff, auf Rohstoffe und Energiequellen sichere, das sei die Frage der Zukunft. Es geht nicht um den Zugriff auf Rohstoffe und Energiequellen, es geht um die friedliche Nutzung. Und angesichts der Kriege der letzten Jahre sagen wir halten es für völlig falsch, wenn sich die Bundesrepublik Deutschland in imperiale Kriege zur Sicherung von Rohstoffquellen einspannen lässt. Das war der Fehler der Außenpolitik der letzten Jahre. Sie reden davon, Sie seien eine christlich-liberale Koalition der Mitte oder was auch immer. Also wenn man das Wort Christentum in den Mund nimmt, dann müsste man eines begriffen haben, Frau Bundeskanzlerin, das ist nicht zum Lachen, dann sollten Sie alle Anstrengungen unternehmen, um endlich die Waffenexporte zurückzuführen. Sie sind doch die Grundlage für vieles Elend in der Welt. Warum verstehen Sie das nicht? Und die letzte Bemerkung, Afghanistan. Wir sind jetzt viele Jahre dort im Krieg. Wir haben das immer so gesehen. Und ich habe immer wieder gesagt, dass ich durchaus unterstellt habe, dass es die einen oder den anderen gab, die der Auffassung waren, dass man mit diesen Militäreinsätzen Gutes bewirken könne. Aber nach vielen Jahren muss man doch bereit sein, wie es ja auch beim Irak geschehen ist, etwa in den Vereinigten Staaten oder wie es jetzt, was Afghanistan angeht, in mehreren Staaten der Welt schon geschehen ist, dann muss man doch bereit sein zu erkennen, dass dieser Weg falsch war. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Man kann eine Stammesgesellschaft Afghanistans nicht zwingen, eine westliche Demokratie aufzubauen. Sie kämpfen hier gegen eine Kultur und diesen Kampf können Sie nicht gewinnen. Begreifen Sie das doch endlich. Und deshalb sagen wir, es ist wirklich ein schwerer Fauxpas, ich sehe im Moment nicht auf der Regierungsbank, dass der neue Bundesverteidigungsminister gesagt hat, das Unglück, sage ich, von Kunduz sei angemessen gewesen. Ich sage hier für meine Fraktion, eine Militäraktion, bei der unschuldige Zivilisten ums Leben kommen, ist niemals angemessen. Wir sollten eine solche Sprache aus diesem Parlament verbannen. Und es wäre an der Zeit, meine Damen und Herren, dass Sie nicht warten, bis in Amerika die Diskussion so weit ist, dass man den Afghanistan-Krieg beendet. Ich sage Ihnen, ziehen Sie die Truppen aus Afghanistan zurück. Sie haben bei Ihrer Regierungserklärung die wichtigen Aufgaben unserer Zeit verfehlt. Diese Regierung ist eine falsche Regierung zur falschen Zeit.